des Staates finanzierte Stiftung stellt eine beispiellose Initiative dar. Heute nun kann ich meinerseits Dankbarkeit und Erleichterung zum Ausdruck bringen. Darüber nämlich, dass die Stiftung die Aufgabe, die sie sich damals gestellt hat, nach 7 Jahren, und das ist in Anbetracht der Zahl der Betroffenen eine kurze Zeit, erfolgreich erfüllt und abgeschlossen hat. Mehr als 1,66 Millionen Opfer des Nationalsozialismus konnten so eine finanzielle Leistung empfangen. Wir können alle gemeinsam froh darüber sein. Leid kann man zwar nicht wiederholen. Mit Abschluss des Auszahlungsprogramms sehe ich mit Genugtuung, dass die Bundesstiftung eine große und wichtige Leistung vollbracht hat. Gut 60 Jahre nach Kriegsende konnten weltweit mehr als 1.660.000 ehemaliger Sklaven und Zwangsarbeiter erreicht werden. Die Anzahl von positiven Anträgen verdeutlicht den Umfang des Werkes der Stiftung und ihrer Partnerorganisationen. Der Stiftung, ihr soll Programm und Richtschnur für die Nacht. Wir alle hoffen, dass die späte Anerkennung des Leids wie auch die damit verbundene finanzielle Leistung eine gewisse Erleichterung in den Lebensalltag der noch betagten Opfer gebracht hat. Auszahlungsbereichs leitete. Dank an das internationale. Ich wünsche mir, dass die Bundesstiftung weiter dazu beitragen wird, die internationale Zusammenarbeit auf humanitärem Gebiet zu vertiefen, die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen als immerwährende Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland zu begreifen und heutigen totalitären Entwicklungen auf der Welt entgegenzuwirken.